Ja, eine Frage, die uns erreicht, lautet: Wie können wir in der Endzeit mit Hoffnung leben? Nicht nur Christen sind heute der Überzeugung, dass wir in schwierigen, ja, vielleicht sogar in den letzten Tagen der Weltgeschichte leben. Endzeit bedeutet jedoch nicht Entmutigung und Angst. Auch wenn düstere Zeichen uns erschrecken mögen, sie sind Zeichen der Hoffnung. Das Ende dieser Welt ist nämlich der Beginn von Gottes neuer Welt. Diese Sichtweise fällt uns natürlich nicht immer leicht. Da spricht Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 von Kriegen, Seuchen und Katastrophen, von Verfolgung, Unglaube und Verführung, von Gesetz und Lieblosigkeit. Um in solchen Ereignissen noch von Hoffnung getragen zu werden, brauchen wir eine enge Beziehung zu Jesus Christus. Man kann das 20. Jahrhundert mit Recht als Epoche des Krieges, der Gewalt und des Terrors bezeichnen. Das 21. Jahrhundert begann mit den Terroranschlägen am 11. September 2001 und dem anschließenden Afghanistan- und Irakkrieg nicht besser. Naher Osten, Iran, Nordkorea, Terroranschläge in Madrid oder London, Tsunami, Jahrhundertstürme, Klimawandel, Klimakatastrophen. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von Problemen, mit denen wir nicht nur in den täglichen Nachrichten konfrontiert werden, sondern auch immer wieder berührt werden im persönlichen Leben. Unser Planet wurde seit Beginn der Geschichtsschreibung noch nie von so vielen schwerwiegenden Erdbeben heimgesucht wie in unserer Zeit. Hunger und Unterernährung raffen jeden Tag Tausende hinweg. Seuchen, Krebs und AIDS zeigen die Grenzen unseres medizinischen Könnens. All diese schrecklichen Ereignisse sind jedoch laut Jesus nur der Anfang vom Ende. Sie zeigen uns, die Uhr der Weltgeschichte läuft ab. Erschreckt nicht. Mit diesen Worten versucht Jesus uns deshalb Mut zu machen. Ja, lesen Sie es ruhig in Matthäus 24. Die täglichen Berichte über Katastrophen, Terror und Gewalt können uns sonst leicht den Blick für das Gute und das Schöne des Lebens trüben. Weltuntergangsstimmung sollte uns eben nicht beherrschen. Sie nimmt uns nur die Kraft zur Bewältigung unseres Lebens und raubt uns die Freude und die Zuversicht am Leben. Jesus spricht in seinem Wort deutlich davon, dass wenn Verfolgung, Verführung und Verrat kommen wird, wir auch leicht die Grenzen überschreiten können, hoffnungslos zu leben. Aber er möchte diese Hoffnung uns schenken. Zwar liegen die Scheiterhaufen in der Vergangenheit, und wir schauen zurück und die Verfolgungen von Christen und in anderen Ländern sind weit von uns entfernt. Aber wenn wir auch Nachteile wegen unseres Glaubens einstecken müssen oder Verwandte sich gegen uns stellen, können uns Zweifel und dunkle Gefühle ja doch erfassen. Aber Jesus will uns trösten. Jesus bleibt nicht beim Leid und bei dem Elend dieser Welt stehen. Er spricht nicht nur vom Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit und dem Erkalten der Liebe unter den Menschen, sondern er gibt uns auch ein deutliches Zeichen der Hoffnung. Er sagt nämlich: Wenn das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt verkündigt wird, ja, dann kommt das Ende. Nicht Katastrophen und Chaos sind die eigentlichen Zeichen des Weltendes, sondern eine weltweite Botschaft der Hoffnung. Jesus kommt, um dem Elend dieser Welt ein Ende zu setzen, um sein Reich der Liebe und der Gerechtigkeit aufzurichten. In Philipper Kapitel 4, Vers 4 bis 8 schildert Paulus, wie Christen deshalb in der Endzeit leben sollten. Sinngemäß sagt er: Wir sollen uns freuen und Gutes tun, weil Jesus bald kommt. Wir dürfen ohne Sorgen leben, weil wir mit Gott über unsere Probleme und Nöte reden können. Auch wenn andere Menschen es nicht begreifen, soll uns innerer Friede erfüllen. Das alles ist jedoch nur möglich, wenn wir auf das Gute und Schöne, was Gott uns schenkt, des Lebens schauen.
Wer nur auf Leid und Unglück starrt, auf Terror und Gewalt, wird verzweifeln oder resignieren. Christen aber sollen mit einem positiven Blick die Weltlage betrachten. Nicht das Negative ignorieren, sondern auf das Positive, was Gott schenkt, achten. Sie fürchten sich nicht, das Ende der Welt in einer negativen Form zu sehen, sondern sie freuen sich auf den wiederkommenden Jesus Christus und sein Reich. Deshalb sagt Jesus ja auch: Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe.